Schön, dass Sie da sind. Es ist auch schön, dass ich da bin. Ich spiele jetzt ein Stück, das heißt Some Time Ago, und es ist diese Gelände gewidmet. Und das auf Deutsch heißt es dann auch, das waren noch Zeiten. Some Time Ago. Thank you.
Es ist nicht leicht, alt zu werden. Sie wissen das noch nicht. Aber es hat auch Vorteile. Nicht viele, aber einer davon ist, dass ich immer vor ein junges Publikum spiele. Und manchmal darf man auch was sagen. Endlich mal. Und das, ich möchte ein paar Worte sagen über das Improvisieren. Das Improvisieren ist eigentlich ein Gespräch mit einem selber. Es ist immer Frage und Antwort. Eine Frage ist, soll ich noch ein Bier trinken? Nein, ich muss noch fahren. Es geht so die ganze Zeit im Kopf. Und beim Spielen ist das so. Und fast alle Musik ist darauf basiert. Ich spiele zum Beispiel vier Töne, das ist eine Frage, und dann singen sie mir das Antwort. Deutliche Frage und Antwort. Oder Beethoven. Prima. Oder André Rieu. Immer dasselbe. Immer gleich. Oder? Johann Sebastian Bach. Morgen proben um 10. Ja. Jetzt gibt es noch eine, und die ist unheimlich schwer. Das sind nur zwei Töne. Oder erst noch eine andere, die es auch schein. Eine mit zwei Tönen, das ist viel schwerer. Und der Klaus hat gesagt, oh, das schaffen die Leute nie. Wieso machst du das? Ich sage, ja, lass uns mal versuchen. Ich sage, okay, hat er gesagt, ich mache eine Wette mit dir. Wenn die Leute das schaffen, kaufe ich eine Runde für die ganze Bude. Also, wenn Sie Durst haben, pass gut auf. Da kommt er.
Da geht eine Gage. Gott sei Dank haben wir mehrere Kläuse in der Band. Welcher war jetzt gemeint? Das nächste Stück ist brasilianisch getintet, gefärbt. Das heißt My Ideal oder Mein Ideal. Thank you.
Wissen Sie noch, wer Clifford Brown war? Clifford Brown, ja? Oh, dann spielen wir das Stück nicht. Aber statt spielen wir Giordu. Und das spiele ich zusammen mit Marc Godfrey aus Belgien. Belgien. Ja, bitte. Belgien auch nicht viel größer wie Holland. Giordu.
Marc Godefroy. The great Ak van Rooyen. Das Arrangement von Jordus stammt übrigens von Aks Bruder Jerry van Rooyen. Das andere Nachteil von Älterwerden ist, dass so viele Leute aus deinem Leben verschwinden. Unglaublich. Albert Mangelsdorf, Shirley Marianne, ist da noch eine? Haben Sie noch Zeit? Dann habe ich noch 10 Minuten. Oh, unglaublich. Für die Leute spiele ich dann ein Stück, habe ich mitgebracht und ich habe es genannt Autumn Bugle oder Flügelhorn im Herbst.
Meine Damen und Herren, Ak van Rooyen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Das ist ein junger Mann, den kenne ich seit er 11 Jahre alt ist. Ich habe ihn kennengelernt auf einem Jazz-Workshop und da kam er damals mit seinem Vater und sein Vater hat mir gesagt, der Junge ist ein absoluter Fan von der SWR Big Band. Wahnsinn. Und ich habe damals schon geglaubt, meinen Ohren nicht zu trauen, was das für ein Talent war, mit 11 Jahren. Dann ist er mit 15 Jungstudent der Stuttgarter Musikhochschule in der Jazzabteilung geworden. Und jetzt hat er vor kurzem, am Sonntag war das, den Young Jazz Award in Leverkusen gewonnen, von den Leverkusener Jazztagen. Begrüßen Sie mit mir ein absolutes Ausnahmetalent am Saxophon, Jakob Manz. Fantastisch, so. Ich könnte sein Urgroßvater sein. Wir haben viel gemein, wir haben liebe Musik zusammen, wir gucken immer nach schönen Mädchen. Eine Sache haben wir nicht gemein, ich war mal jung, aber er war noch nie alt. Das Stück, was wir jetzt spielen zusammen, hat eine wunderbare Titel, Name, und er wird euch sagen, wie das Stück heißt. Are you ready? Yeah. I've never been in love before. The chorus each, then eight, and then four. Thank you.
Ja, bevor wir den ersten Set beenden, spielen wir noch ein Stück von Rob Mattner, Sleepless City. Da werden Sie nochmal diverse Solisten der SWR Big Band hören. Und nochmal einen Wahnsinnsapplaus für diesen fantastischen Musiker. Ack van Rooyen! Und für die grandiose SWR Big Band. Es ist ein Blues in F und das Stück heißt Sleepless City. Das heißt, die City, das ist die Stadt, die nicht schläft. Karlsruhe.
Die SWR Big Band. Ak van Rooyen. Jakob Manns. Vielen Dank. Dankeschön.